Ich war 12 Tage in Brasilien, habe mir 5 Spiele angeschaut und ja, war dann wieder zu Hause und habe den Rest vom Fernseher gesehen. Und ja, also für mich war es eine sehr gute WM. Es war sehr viel los, auch in den Gruppenspielen, dass man, was man eigentlich im Vorfeld so ein bisschen erwartet hat, dass man zurückhaltend spielt, dass man auf Ergebnis spielt. Das war in den Gruppenspielen nicht der Fall. Es ging gleich los und war interessant zuzusehen. Ja, bei der WM Quali haben wir 5 Minuten gefehlt, um in dieses Playoff zu kommen. Ja, es ist so, dass wir natürlich uns jetzt auch weiterentwickelt haben, dass aber vielleicht dann in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen Routine fehlt und auch vielleicht ein bisschen Abgebrühtheit, um da wirklich bei den Top-Teams dabei zu sein. Und da wollen wir jetzt natürlich in dieser EM-Quali aus diesen Fehlern, die wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben, wo wir gelernt haben, um das diesmal besser zu machen. Defensiv einen fordernden Fußball, also das heißt agierend, nicht abwartend, in der Offensive mit vielen Aktionen, gutes, schnelles Spiel, schnelles Umschaltspiel, auch mit Gegenpressing dann unmittelbar. Und ob es durch die Mitte ist oder über außen, ist dann egal. Wir versuchen beide Varianten mit dazu zu nehmen und ja, schlussendlich Tore und schöne Tore zu erzielen. Ja, das ist sicher David Alaba bei Bayern schon eine fixe Person, eine fixe Position da, dass er regelmäßig spielt. Er ist erst 22 Jahre, hat schon unglaublich viel erreicht und das ist natürlich auch wichtig, auf andere Spieler rüberzubringen, dass man diese Mentalität in sich hat, dass man Spiele gewinnen kann, und das hat er auch in der vergangenen Qualifikation gezeigt, dass er dann noch muss zulegen kann, wenn es eng wird und das in die Hand nimmt, dass er Verantwortung übernimmt, auch bei Standardsituationen, ob das Elfmeter sind. Und das, denke ich, wird wichtig sein, noch mehr bewusst zu machen bei ihm. Und er hat die Qualitäten, hat die menschlichen Qualitäten auch, um da anerkannt zu sein im Team. Und das wollen wir natürlich in nächster Zeit noch mehr sehen.